Warum und wie feiern wir Nikolaus? Der Nikolaustag wird am 6. Dezember gefeiert. Der Nikolaus war der Bischof von Myra in der Türkei. Laut der Legende versteckte er nachts heimlich Gold in den Schuhen einer armen Familie. Heute putzen die Kinder und wir Erwachsenen manchmal auch die Schuhe und stellen sie am 5. Dezember vor die Tür. Der Nikolaus kommt heimlich in der Nacht und steckt kleine Geschenke und Süßigkeiten in die Schuhe. Am Morgen des 6. Dezember holen die Kinder als erstes ihre Schuhe rein, um zu sehen, was der Nikolaus ihnen gebracht hat. Warum und wie feiern wir Nikolaus? Warum und wie feiern wir Nikolaus? Der Nikolaustag wird am 6. Dezember gefeiert. Der Nikolaustag wird am 6. Dezember gefeiert. Der Nikolaus war der Bischof von Myra in der Türkei. Der Nikolaus war der Bischof von Myra in der Türkei. Laut der Legende versteckte er nachts heimlich Gold in den Schuhen einer armen Familie. Laut der Legende versteckte er nachts heimlich Gold in den Schuhen einer armen Familie. Heute putzen die Kinder und wir Erwachsenen manchmal auch die Schuhe. Heute putzen die Kinder und wir Erwachsenen manchmal auch die Schuhe und stellen sie am 5. Dezember vor die Tür. Und stellen sie am 5. Dezember vor die Tür. Der Nikolaus kommt heimlich in der Nacht und steckt kleine Geschenke und Süßigkeiten in die Schuhe. Der Nikolaus kommt heimlich in der Nacht und steckt kleine Geschenke und Süßigkeiten in die Schuhe. Am Morgen des 6. Dezember holen die Kinder als erstes ihre Schuhe rein. Am Morgen des 6. Dezember holen die Kinder als erstes ihre Schuhe rein, um zu sehen, was der Nikolaus ihnen gebracht hat. Warum und wie feiern wir Nikolaus? Der Nikolaustag wird am 6. Dezember gefeiert. Der Nikolaus war der Bischof von Myra in der Türkei. Laut der Legende versteckte er nachts heimlich Gold in den Schuhen einer armen Familie. Heute putzen die Kinder und wir Erwachsenen manchmal auch die Schuhe und stellen sie am 5. Dezember vor die Tür. Der Nikolaus kommt heimlich in der Nacht und steckt kleine Geschenke und Süßigkeiten in die Schuhe. Am Morgen des 6. Dezember holen die Kinder als erstes ihre Schuhe rein, um zu sehen, was der Nikolaus ihnen gebracht hat.